Smoothie in der Mitte. Ja, genau. Schon mit reinkommen. Ja, das ist gut. Ja, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir trotz Corona es uns zutrauen, die Veranstaltung, die im April ausgefallen ist, Eschede singt, jetzt im Dezember stattfinden zu lassen. Wir würden es traurig finden, wenn in der Vorweihnachtszeit alles ausfallen muss. Und so haben wir uns aus allen größeren Vereinen zusammengetan und gesagt, wir machen das. Das Ganze soll am 6. Dezember stattfinden, und zwar hier draußen an frischer Luft auf dem Sportplatz in Brunshagen. Ja, wir hoffen, dass alle dabei sind und stellen uns das ganz schön vor, wenn wir gemeinsam singen. Ja, die Veranstaltung steht, 6. Dezember, Nikolaus singen. Bei Wetter, egal was ist, Hitze, Wärme, Feuchtigkeit, findet hier statt. In der kleinen Detailplanung, was Corona-Regeln, Hygieneregeln angeht, treffen wir uns regelmäßig und arbeiten das Stück für Stück aus, sodass wir eigentlich überhaupt kein Risiko sehen für eine größere Teilnahme für diese Veranstaltung aus der ganzen Kommune und den Dörfern umherum. Alle, die für die Veranstaltung, für das Singen im April schon ihre Karten fleißig gekauft haben, dafür bedanken wir uns bei euch, die sind auch gültig jetzt für die geplante Veranstaltung am 6. Dezember. Die Saftsaison beginnt wann? Die Saftsaison beginnt bei uns im Mai mit Rhabarber. Aber die eigentliche Saison mit den Kunden geht so Mitte, Ende August los. Und so der Schwerpunkt ist jetzt wirklich im Oktober, wo wir viele Mosttage haben, wo viele Äpfel geliefert werden. Und es klingt so aus im November. Neben Äpfeln, aber auch noch viele andere Früchte. Birnen? Birnen, Quitten, Trauben. Wenn es mal wieder Holunder gäbe, wäre auch schön. Beeren. Aber ansonsten gehen auch rote Beete, Möhren, eigentlich alles, was man so aus Säften kennt. Wir verarbeiten unser eigenes Obst und vermarkten das halt als Saft. Und solange wir was haben, produzieren wir von unserem eigenen Obst. Und wenn alle, dann ist alle. Und es gibt ganz liebe Bürger in Eschede, die sagen, ich habe einen tollen Baum, ich brauche aber keine Früchte, holt sie euch ab. Ja. Das ist natürlich auch ein Riesengeschenk. Natürlich kaufen wir Obst an, wenn wir schönes Obst bekommen können. Und so der Preis für ein Kilo Mostobst liegt bei 25 Cent. Streuobstwiesen. Also konventionell ist, glaube ich, bei 12 Cent, aber uns ist das schon auch was wert. So, jetzt wollen wir mal der Maische ein bisschen Saft entlocken und hier mal ein bisschen Druck aufgeben. Schon auf der Aromen Saft zum Strömen. Der hat 80 Öchse, also der hat einen guten hohen Fruchtzuckergehalt. Die ausgepresste Maische von den Aronia-Beeren, die verwerfen wir nicht. Die kriegen nicht die Tiere, die wollen wir selber haben. Die werden wir jetzt trocknen und dann das Pulver mit ins Müsli tun. Und dann bleiben wir gesund, wir kriegen kein Corona. Seit wann gibt es den Saftladen in Habichost? Seit 5 Jahren. Ganz viel Edelstahl, alles wird ständig reingehalten. Bevor die nächste Charge kommt, wird einmal durchgespült. Ja. Sauberkeit ist das oberste Gebot. Also, manche Äpfel sehen von außen ganz schick aus und ganz schön. Hier sieht man an der Blüte, die sieht so ein bisschen unregelmäßig aus. Und wenn man aufschneidet, sieht man eben,
dass das Kernhaus, es geht hier bei dem noch, es gibt schlimmere. Aber das wollen wir nicht im Saft haben. Und die Faulstellen auch nicht. Deswegen schneiden wir die raus. Und dann ist es auch gut. Die Äpfel sehen aus wie kleine Gemälde und sind fast so schön, um sie in Saft zu tun. Aber wenn man sie ins Regal stellt, irgendwann verlieren sie dann auch. Da werden kleine Päckchen gepackt mit Maische, die hier aus dem Schredder kommen. Und wir haben rechts kleine Maschinen, wir stellen handwerkliche Säfte her und wollen halt keine großen Industriemaschinen haben, weil wir vielfältig aufgestellt sind und man kann halt nicht alles mit der Bandpresse bearbeiten. Keine Trauben, gewisse Sachen gehen halt einfach nicht und deswegen haben wir kleine Maschinen, flexible Maschinen. Aber arbeitsintensiv. Aber arbeitsintensiv. Wenn wir Saft abfüllen, dann kommt der Saft von der Pumpe über weitere Siebe, einmal hier in den Auffangbehälter. Hier unten ist ein Heißwasserbehälter mit einem ganz langen Rohr. Da läuft der Saft durch und wird eben durch das heiße Wasser erhitzt. Und dann kann ich hier den Beutel einhängen. Man hat bei Äpfeln so ungefähr eine Saftausbeute von 70%. Also auf 100 Kilo Äpfel bekommt man 70 Liter Saft. Dann kann der Saft laufen. So, das ist der erste Saft. Völlig naturtrüb. Noch ein paar kleine Stückchen drin. Den wollen wir jetzt noch verkosten. Zum Wohl. Zum Wohl. Diese Woche habt ihr noch die Möglichkeit, Moin Eschede im Bundeswettbewerb ganz nach vorn zu bringen. Eure Stimme jetzt unter dvs-wettbewerb.de. Merci!